Hallo und willkommen zurück zu Legendary Tales Kataklysmus. So, wir sind hier gelandet. und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal um. Hier ist ein Gegenstand. Haben wir dann hier noch ein verstecktes Objekt? Was haben wir hier? Aha, die Mitte des Totems ist leer. Okay. Ich habe nichts. Wir haben nur das Messer. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr so genau. Ich hatte eine kleine Pause. Was wir machen müssen. Achso, wir haben ein Seil. Sehr schön. Und sonst kriegen wir hier nichts raus. Und hier fehlen noch Teile. Okay. Goodie. Ich suche gerade nur noch weiter nach dem Gegenstand. Was haben wir hier? Die Krabbe hatte etwas in dem Loch versteckt. Ich muss sie herauslocken. Ja, hab ich wahrscheinlich auch nichts für. Wichtiges Objekt. War da eben was? Nee, ne? Okay. Ach ja, wir sollten wir den nicht festbinden oder so? Geht das mit dem Seil? We have to walk along this path towards the volcano. Gefunden. Okay, dann gehen wir hier lang. So, dann haben wir hier ein Objekt. Und was ist das? This is the outer defense system. Ah, ja. Upon activation, it paralyzes every living being around the entrance. But someone has stolen all the energy crystals. Aha. Okay. Oh, das sieht ja auch schon wieder sehr interessant aus. Eine Leiter haben wir. Sehr schön. Und was haben wir hier? Wenn ich es schaffe, die Sperre zu senken, kann ich die Kugel vom Boden der Falle holen. Ach, hier geht's auch noch lang, okay. Looks like an aboriginal treasury. There could be something useful hidden from the digs. Strohpuppen müssen wir finden. Ja. Und da haben wir eine. Die steckt fest. Es ist etwas beschwerlich, wenn die alle irgendwo feststecken. Kommt das hier rein? Warte mal. Ach, hier haben wir noch einen Schlüssel. Warte mal eben. Also, oder warte, wir schließen ihn mal eben auf. Damit habe ich doch jetzt nicht gerechnet, Mensch. So, und dann gucken wir uns das an. Ah, oder auch nicht. Platziere durch Drehen der Zahnräder mit den Pfeilen alle Käfer an den Stellen, die der Farbe entsprechen. Okay. Also hier wahrscheinlich alle gelb. Ach, das ist ja reizend. Ach, der Heilige. Ja, okay. I do my best. Ja, warte mal. Guck mal, dann haben wir hier doch schon die roten drinne. Aber da müssen ja wahrscheinlich... Und warte, ich mache einfach erstmal. Ich weiß gerade noch nicht. Ja, aber das wird ja gar nicht gehen. Die roten müssten hier noch hin. Weil hier müssen gelbe hin. Würde ich jetzt behaupten, wie mache ich denn das? Hier müssen die Grünen hin, ne? Also so quasi. Und hier müssten halt noch die anderen Grünen hin. Ups, oh Gott. Ja, okay. Das ist eine Frage, ob ich das anstelle, weil ich verschiebe ja dann andauernd was.
Nee. So, dann hätten wir die. Dann haben wir hier aber noch. Aber vielleicht ist es auch gar nicht gut, wenn ich mich die ganze Zeit nur auf eine Seite konzentriere. Ich weiß es nicht. Aber wie willst du das machen? Hast du den? Du schiebst ja automatisch den hier schon wieder rein. Nee, warte. Warte. Okay, so den haben wir schon mal. Und ich hoffe, es geht jetzt ohne, dass ich ihn berühren muss. Auch so weiter. jetzt müssen wir nämlich den grünen hier noch irgendwie hinkriegen. So. Ah, schön und gut. Das ist gar nicht so einfach. Also finde ich zumindest. Ne, warte mal. Will ich noch mehr da rausholen. Ah. Okay. Dankeschön. Sehr gut. Und was hat mir das jetzt gebracht? Aha. Aha, ah, danke. Ah ja, okay. Da ist auch noch einer. Hier ist noch einer. Jetzt haben wir es kaputt. Oh Gott. So, nun haben wir noch hier einer. Und da steckt auch noch eine fest. Aber das war's schon. Ach hier, okay. Ein Hebel, wunderbar. Wo brauchten wir denn einen Hebel? Hier war das, ne? Das ist der Totemkern. Okay, ich gehe hier jetzt mal nicht weiter. Was wir allerdings noch mal eben machen können. Da oben, ich habe schon gefunden. Der gehörte hier rein. Würde ich behaupten. Ah, und ich habe was für die Krabbe. Wir haben ja noch den Fisch. Was müssen wir machen? Tipp auf die Knospe, um die Kugel hereinzuschieben. Die restlichen Kugeln bewegen sich dann nach vorne. Wenn du erneut auf die Knospe tippst, rollt die Kugel wieder heraus. Wenn keine andere Kugel den Weg versperrt, fülle jede Knospe mit einer Kugel. Was? Ja? Ich fülle erstmal fleißig und dann gucken wir, wie... Achso, okay.
Ach du meine Güte. Ich verstehe. Oje. Ah ja, okay. Masken, ja. Und Teil des Schlosses. Okay. Hier wollte ich den Fisch geben. Yay. Bon Appetit. So, eins fehlt uns noch. Wofür ist denn das? Hierfür? Ich weiß es nicht. Werden wir ja sehen. So. Oder war das, ist das hierfür? Achso, kann ich das nicht wegschneiden? Dann hätte ich das nämlich vorher gemacht. Oh je. Taschenlampe. Gut, aber da fehlt uns noch einiges. Und jetzt haben wir hier, glaube ich. It's not wise to waste time on walks right now. We'd better go straight to the bunker. Ja. Es wurde mir angezeigt, dass ich da lang gehen kann. Und er meckert mit mir rum. Nun gut. Knöpfe. Haben wir gefunden. Ah, okay. Sammelgegenstand ist voll. Was haben wir hier? Haben wir auch noch was? Ist das für dieses komische Gerät da? Ich weiß es nicht. Hier haben wir auch noch etwas. The fastest way is inaccessible. We'll have to go to another entrance. Ja, siehst du? Wärst du doch mal den anderen Weg gelaufen. Aber nein. Ach so, warte mal. Können wir die Taschenlampe hier benutzen? Was ist das? Ja, okay, danke, das ist sehr hilfreich. Oder auch nicht. Weiß ich gerade noch nicht. Ich denke nicht, dass wir dafür was haben, oder? One of the entrances to the bunker is through that facility. Ja, ich weiß. Lass mich erstmal zurückgehen und dann gucken wir mal eben, ob das hier jetzt funktioniert. Und was soll ich hier machen? Entferne durch verschiebende Elemente alle Riegel und öffne das Schloss. So, nee, aber der muss ja runter. Wie kriege ich den runter? Oh mein Gott. Mein Handy klingelt auch die ganze Zeit. War wieder sehr actionreich hier. So, einmal das. Dann mach ich den runter. Über den ersten. Das hier ist ein bisschen tricky. Da weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Die oberen beiden sind ja okay, aber er hier versperrt mir jetzt den Weg. Oder ich muss die erstmal runterkriegen vielleicht. Aber er hier geht ja nicht ganz runter. Das ist schon doof. Wie mache ich denn das? Also der untere war ja leicht, das war ja okay, aber... Ich will nicht sagen, dass die hier jetzt schwer sind, vielleicht habe ich auch noch gerade nicht den Blick dafür. So, du sitzt jetzt fest. Ich verstehe nur nicht...
kriege ihn hier halt nicht raus. Das ist so mein Problem. Das klappt alles nicht. Deswegen habe ich eigentlich gehofft, dass ich den oberen zuerst machen kann. Aber der hier lässt sich kaum verschieben. Ach, herrje. Der ist oben und dich kriege ich jetzt nicht hoch. Das habe ich mir jetzt irgendwie nicht so kompliziert gedacht, ehrlich gesagt. Er springt ja auch immer wieder weg. Du musst echt gucken. Er will einfach nicht halten. Und selbst wenn, kriege ich ihn hier auch nicht hoch. Ach. So. Nee. Aber natürlich, ich kann die einzeln rausziehen, das geht ja auch. Ich hab nicht so weit gedacht. Ja. Also eigentlich völlig egal, wie die sitzen. So. Okay. Gut, dann haben wir das und das. So, was haben wir jetzt noch? Hier haben wir, glaube ich, alle Szenen abgeschlossen, ne? Das hier haben wir jetzt. There's even more guards here. Hide somewhere around here in the meanwhile. I'll go check out the situation. Ja, okay, müssen wir mit dir quatschen. Report on the work done. There's no good news. We didn't find anything useful. No sarcophagus, nor any other devices. Also, we couldn't open the door to the facility yet. Very bad. I suggest we move the research team to a new place. The island is big. It may harbor less obvious findings. With all due respect, Mistress, I cannot stop the work of the entire team on your order alone. Although, I will look around for a more bountiful place. I found two crystals from the defense system in this pile. I think we can find the third one here as well. Mhm. Okay. Gut, ich schaue mich aber erstmal hier um. Um den Alten ins Innere zu bekommen, muss ich das Forschungsteam loswerden. Ja, ja. Where can the crystal be in this pile of stuff? Du stellst Fragen. Was? Warte mal, wir sollten vielleicht... Baum des Lebens. Habe ich gefunden. Wir sollten vielleicht das mal gucken. Flasche, Uhr, Draht, Sonnenblume, Halsband, Schild, Weintrauben, Haken. Irgendwas können wir hier noch finden. Es ist nur die Frage, ob wir es jetzt schon finden können. Manches kommt ja auch später erst. Okay, wir gucken vielleicht später nochmal rein. Hier sind Weintrauben. Das ist eine Spinne. Ein Halsband, okay. Eine Blume. Was? Ah ja, okay.
So, was haben wir noch? Kristall. Der ist irgendwo versteckt. Ein Dietrich brauchen wir auch noch. Ein Schild. Haben wir hier. Ein Draht, ja, ist die Frage. Hier haben wir ein Draht. Und was ist das? Finde den Code aus den Zahlen, die du auf den Hinweis gesehen hast. Welcher Hinweis denn schon wieder? Oh, habe ich nicht aufgepasst? Hier ist. Aber ich sehe keine Zahl. 1, 2. Oder wie? Ne, hier 2. Und die 4 wäre es gewesen, okay. So, und weiter. Wir haben hier noch. Ich weiß nicht, was ich hier finden soll. Wir haben nur noch 1 offen. Das ist mir jetzt gerade ein kleines Rätsel. Aber es muss doch sein. Was anderes haben wir nicht. Reiter. Aber was soll ich hier aufdecken? Das ist die einzige Szene, die wir haben, oder? Da ist noch irgendwas anderes in der Szene. Bin ich gerade blind? Ach ja. Das hat, glaube ich, keine Bewandtnis. Da! Toll. Okay. Gut, hier haben wir die Kristalle. Führe die Strahlen durch alle grünen Kristalle, indem du die Elemente verschiebst. Die großen Kristalle benötigen nur 2 Strahlen. Großen Kristalle? Diese hier, oder wie? Ach, das... Ja, ja. Achso, die großen benötigen, da müssen 2 Strahle durchgehen, oder wie? Ist klar. Oh, das weiß ich nicht, ob das jetzt noch... Warte mal, den können wir, glaube ich, so lassen. Ich weiß es nicht, wenn die großen 2 brauchen. Und er hier hat ja auch noch keinen. Er wäre hier eigentlich schon ganz recht. Kann ich die auch tauschen? Ja, die kann ich auch tauschen. Okay. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Wenn ich sie tausche. Die großen 2, wie mache ich denn das? Ach so, okay. Nicht okay. Das ist gar nicht okay. Ich glaube, das machen wir lieber so, wenn die Großen wirklich 2 kriegen sollen. Weil sonst wird das nicht gehen. So.
es ist nur noch er hier. Aber wenn ich ihn jetzt verschiebe... ist das fummelig. Ja. Jetzt haben die Großen gar keinen mehr. Das ist wirklich Fummelarbeit hier. Naja, das ist auch nicht sonderlich. Das hier finde ich schon ganz gut. Zumindest, weil der Große hier auch trifft. Das ist nur noch die Frage, wo ich dich hinschiebe. Ach, er trifft ihn. Ja, der Große wird nicht von zwei angestrahlt. Okay. Na, jetzt wird er ja auch nicht von zwei angestrahlt. Ist ja genau derselbe, den ich ihm jetzt gerade nehme. Komm schon. Ja, danke. Okay. Ist das so richtig? Oh. Everybody who has been on this land will be paralyzed for some time. Okay. Goodie. Und da sind sie alle am Schlafen. Gut. Ich werde den Part hier jetzt aber erst einmal beenden und wir schauen uns dann im nächsten Part hier weiter um. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.